Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf MJJ Reviews. Heute möchte ich nicht so gern vor die Kamera, weil ich relativ fertig aussehe und ich hatte einfach keine Lust, da mich noch irgendwie für zu verändern. Ja, aber die Review wird heute dafür mal gut, denn es geht um ein echtes Sammlerstück. Und zwar um die CD Michael Jackson The 12-Inch Mixes. Und für alle, die jetzt mit dem Begriff 12-Inch nichts anfangen können, ich bin mir da relativ sicher, dass es sich dabei um die Mixe der 12-Inch Singles handelt. 12-Inch Singles sind die großen Platten, also die Normalgröße, die jeder kennt. Und dann gibt es ja halt noch die 7-Inch, die sind dann ein bisschen kleiner. Und ja, das hier sind die 12-Inch Mixes und ich glaube, viele von euch haben die CD vielleicht schon mal irgendwo gesehen, vielleicht auch schon vor Jahren, denn diese CD ist bereits 1988 erschienen und ich selber habe die auch schon. Ich glaube, das ist mein ganzes Leben lang, bin ich immer mal wieder auf diese CD gestoßen, vor allem als ich noch kleiner war, so vor 10 bis 15 Jahren vor allem, habe ich die CD oft bei eBay gesehen und so weiter und habe sie aber nie gekauft, weil sie relativ teuer ist. Und glücklicherweise war ich vor kurzem im Urlaub in Kopenhagen in Dänemark, war dort in einem Plattenladen und habe einiges von Michael gefunden. Die hatten da sogar eine Box, wo nur Raritäten drin waren von Michael, und dort habe ich dann diese CD gefunden. Und habe sie einfach gekauft, weil ich auch extra Geld mit hatte und deswegen habe ich sie jetzt endlich. Und ich muss sagen, trotzdem, dass man nicht viel Unterschiede hört bei den Songs, lohnt es sich, diese zu kaufen. Warum, das werde ich gleich erzählen. So, erstmal gucken wir uns die CD an. Ich mache sie einfach mal auf und hole das Booklet raus. Ich gehe nochmal näher ran, dann kann man sie eventuell auch nochmal näher sehen. So sieht das Ganze aus. Sieht jetzt, muss ich ehrlich sagen, es sieht echt nicht super schön aus. Aber es gibt viele Platten, die in den 80ern nicht super schön ausgesehen haben und auch nicht in den 90ern. Ja, ich hole sie mal raus. Ja, Booklet. Hier gibt es nämlich kein Booklet. Das war ein bisschen eigenartig, als ich das gesehen habe. Es ist einfach nur eine dickere Pappe. Ja, erstmal dachte ich, das wäre dann nicht echt. Also ich hatte schon gedacht, das wäre eventuell eine Fälschung. Ich glaube aber, das war auch üblich damals, es ist immer noch üblich, dass viele CDs gar kein Booklet haben, sondern einfach nur ein Cover und gut ist. Hier kann man dann nochmal drinnen die Tracklist sehen. Die besteht auch nur aus 5 Titeln, und zwar Billie Jean, Beat It, Wanna Be Startin' Something, Thriller und PYT. Dann haben wir hier noch die CD. Die sieht auch normal aus, also mit dem Epic-Logo und so weiter, so wie Michael, wie man das von Michael gewohnt ist. Gucken wir uns das nochmal von der Rückseite an. Sieht jetzt auch nicht spektakulär aus. So, jetzt mal kurz zu den Informationen. Ich habe ein bisschen im Internet rumgeguckt, habe nicht sehr viel Info gefunden. Eigentlich so gut wie gar nichts. Ich glaube, das ist eine Commercial-CD. Und die ist, glaube ich, erstmals in Australien erschienen, 1988. Ich weiß aber, dass es, glaube ich, 2 bis 3 verschiedene Versionen gibt. Ich habe nur 2 verschiedene Versionen im Internet gefunden. Allerdings unterscheiden diese sich wieder von meiner Version. Da gibt es dann kleine Unterschiede mit dem Epic-Logo, was auf der CD ist. Da gibt es auch ein anderes Epic-Logo, was drauf ist. Dann gibt es einen Unterschied auf der Vorderseite. Es gibt diese CD auch ohne das Preisschild hier vorne, was übrigens drauf gedruckt ist, also das kann ich nicht abmachen. Das hier ist von dem Laden, wo ich es gekauft habe, das wollte ich jetzt nicht sofort abreißen. Ja. Was ist anders auf dieser CD? Ja, das sind die 12-Inch Mixes, das heißt, eigentlich sollten das alles längere Versionen sein der Songs. Und nicht nur das, auch Instrumente, die man eventuell in den Albumversionen nicht so raushört, beziehungsweise die nicht vorhanden sind, werden hier gespielt. Zum Beispiel, weswegen es sich alleine lohnt, diese CD zu kaufen, ist zum Beispiel Billie Jean. Billie Jean geht hier um einiges länger und hat am Ende sogar noch neue Vocals drin.
die man auch erkennen wird von Live-Konzerten. Michael hat gerne viele Adlibs verwendet bei den Live-Konzerten und im Studio hat er die durchaus auch eingesungen, nur die sind eben nicht mehr zu hören, weil die dann nicht mit aufs Album gekommen sind. Außerdem, was mir stark aufgefallen ist bei Billie Jean, sind viele Gitarrenriffs deutlicher zu hören, viel deutlicher zu hören. Die sind viel lauter und ich hatte das Gefühl, die Version hier auf der CD, die hat mehr Groove gehabt als die normale Version. Das ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Dann Wanna Be Startin' Something ist auch eben eine längere Version. Bei den anderen gibt es nicht so viele Unterschiede, außer in den Instrumenten vielleicht, dass man mal mehr was raushört und so weiter. Trotz all dem ist das hier eine richtige Sammler-CD. Ich glaube, es gibt auch weltweit nicht so viele davon. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich will auch keine falschen Infos jetzt rausgeben. Mich würde jetzt mal interessieren, ob eventuell Tim diese CD besitzt oder ob er sie kennt oder was mehr darüber weiß. Vielleicht mal im nächsten Video ansprechen, das wäre ganz cool. Ja, so sieht sie von der Seite aus, wenn das interessiert. Und ich würde das Video so mal beenden. Ich glaube, die CD kriegt man so für rund 20, 30 Euro, 40, vielleicht auch mehr. Kommt darauf an, ob hier dann wieder der Preis draufsteht oder nicht. Ich habe natürlich noch einige andere Sachen gekauft und das heißt, ich habe ein bisschen Review-Material und ich denke, das nächste Video ist nicht so weit entfernt. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis bald. Ciao.